Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. So. Was wollen wir denn heute machen? Worauf haben wir denn Lust? Auf ihn haben wir Lust. Wir gucken, dass wir runter zu Mother kommen. So. Schön das Geld einsammeln. Oh, ein Fünfer. Oh, noch ein Fünfer. Das fängt doch schon mal gut an. Nice. Range up, auch gut. So, was haben wir denn hier? Vielleicht nicht die beste Entscheidung, das mitzunehmen. So, einen Schlüssel haben wir für die andere Ebene. Lucky Penny. Okay. Weg mit dir. Und wir kriegen Damage ab. Perfekt. Ist nicht verkehrt gewesen, die erste Ebene. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ein Sacrifice Room. Ja, verlockend. Ich bin ehrlich, Little Gish ist auch gar nicht so schlimm. Die Gegner so ein bisschen zu verlangsamen ist gar nicht so verkehrt. Shit. Oh, ich musste unbedingt den Zehner holen. Wir nehmen das mit. Dich nehmen wir mit. Ja, mehr können wir schon gar nicht mitnehmen. Haben wir denn irgendwo? Ne, wir haben... Wir haben kein Cursed Room.
Oh, eben für mich. Nehmen wir mit. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich habe kein Geld für den Devil Deal. Okay, da ist der Spiegel. Ah, shit. Nee, gar nichts davon. Okay. Ein Tinted Rock. Mal gucken, ob wir Small Rock rauskriegen. Natürlich nicht. Ach komm schon. Shit. Ist sie nicht gut. So. Das bringt mir alles nichts. Das heißt, wir gehen einfach zum Boss. Natürlich ist es der Wurm. Okay. Das nehmen wir nicht mit. Und wir haben natürlich keinen Deal bekommen. Ach, die Bombe habe ich schon mitgenommen. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier auf der Ebene so bekommen. Poison Tears wäre interessant. Da will ich wirklich die Poison Tears mitnehmen?
Okay, wenigstens konnten wir noch ein bisschen Geld sammeln. Oh shit. Das ist nicht gut. Das will ich aber auch nicht. Das macht keinen Sinn. Ja gut. Dann können wir weitergehen. Ich habe keine Bomben. Was war hier? Puke Go, nee. Nee, 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 nee. Wir sparen unser Geld. Bräuchte ich eine Bombe für? Komm schon. Wir warten erstmal. Wir schauen erstmal, was wir in den Goldräumen und so kriegen. Vielleicht spielen wir später da oben noch weiter. Aber die Pfeile ist halt so gut, dass es keine Stacheln mehr gibt, ey. Das ist halt mega praktisch. Zwei normale Kisten. Weiß ich ja nicht. Wow. Ey, ich kriege aber auch keine guten Items gerade. Das war nice. So, was haben wir denn hier? Das wollen wir, das wollen wir. Komische Suppe will ich nicht. Lohnt sich nicht. Der Great Gideon.
Okay. Oh mein fucking Gott. Nice. Ernsthaft? Dann will ich dich haben. So, dich nehmen wir auch mit. Hatte ich hier... Ne, ich hatte keinen Sacrifice Room hier. Okay. Komm schon. Sei doch nicht so. Champion Spell, Suplex. Suplex will ich, glaube ich, nicht. Probieren wir hier nochmal ein bisschen unser Glück. Komm schon. Komm schon. Shit. Shit. Hier wollte ich noch mal rein. So, wir haben oben noch die Münze. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar Cent. Okay, zweimal können wir an der Maschine noch ausprobieren. Komm schon. Yes. Okay, noch mal ein kleines Damage Up dazu. So, jetzt langsam brauche ich aber bessere Items. Ansonsten wird das alles sehr, sehr schwierig. Nee, das will ich nicht. Okay, nice. Ah, das war dumm. Nämlich komischen Pillen. Noch mehr komische Pillen. Okay. Oh, Fünfer.
Stirb Greed. Komm bitte. Hoffentlich hat der Shop da unten was. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, nice. Das war so riskant. Ich will das Farting Baby. Crickets Body wäre halt auch stark gewesen. Aber egal, Farting Baby ist ein bisschen defensiver. Gut. Dann gehen wir mal das andere Knife Piece holen. Ja, sieht ja nicht so stressig jetzt gerade aus. Okay. Der Raum sieht auch okay aus. Ich hoffe nur, dass ich es mit Keeper dieses Mal schaffe. Fuck. Oh mein Gott. Das war dumm. Das war richtig dumm. Okay, einen Versuch machen wir noch. Ja, es war halt richtig dumm. Wie gierig ich da zu dieser Münze in der Flamme gerannt bin. Ein Crawl Space. Weiß ich nicht. Überlegen wir uns noch. Aber tendenziell nein. Ich tendiere eher dazu, dem Typen da unten kein Geld zu geben. Gib mir doch den Fünfer. Das könnte stark sein. Nee, dafür würde ich keine 15 Cent zahlen. Wir springen ihn da unten mal in die Luft. Okay, 1 Cent. Aber die Krone könnte gut sein. Wenn wir auf irgendeiner Ebene ein starkes Devil Deal Item dann kriegen. Das könnte geil sein. Oh, ein Zehner. So, da unten kann ich nicht rein. Okay. Yes. Yes.
So, ich will den Raum da oben noch und dann können wir zum Boss gehen. Okay, nice. Gute erste Ebene. Aber hatten wir gerade auch. Und dann wurde alles schrecklich. Ich bin ehrlich, wenn er mir jetzt den Cube of Meat oder Bandage Girl gibt, werde ich es nicht mitnehmen. Nicht für 15 Cent. Das ist es mir nicht wert. Ja. Könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. So, komm schon. Hat keinen Effekt auf mich. Cool. Hat keinen Effekt. Hof Babylon, eigentlich ein gutes Item. Nur leider den falschen Charakter für sowas. Komm schon, lass da irgendwas Gutes drin sein. Nice. Okay. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Ja, Synth-Oil. Fuck, ich brauche eine Bombe, ne? Dankeschön. Ja, fliegen zu können ist halt schon mal sehr stark. Okay, dann machen wir den Boss. Natürlich ist es Würmchen. Es ist immer Würmchen. Hoffentlich kommt gleich nicht der Müllsack. Will ich nicht. Oh, auch kein guter Gegner. Nee. Dich nehmen wir mit. Keine gute Entscheidung. Aber war im Shop nicht noch. Jetzt sind wir spannend.
brauche unbedingt ein Tears Up. Das ist sehr wichtig. Mit der Feuerrate kann ich vergessen, irgendwas zu schaffen. So ein Schlüssel wäre noch schön. Oder so. Okay. Die Frage ist, will ich die Bosse jetzt noch mal machen? Ich hätte ein paar Bomben, die ich einsetzen kann, also... Eigentlich muss ich die Bosse machen. Einfach in der Hoffnung, dass ich irgendwie ein Tears abkriege. Okay, komm. Okay, nice. Und da ist mein Tears ab. Fuck! Jetzt bin ich, gut, können wir vergessen. Jetzt bin ich nämlich als Judas gespawnt. Komm, einen Versuch machen wir noch. Das ist der letzte Versuch. Das ist der letzte Versuch für heute. Ihr kleinen Kackhaufen. Okay, wenn ich da irgendwie ein Item spawnen könnte, wäre das gar nicht so uninteressant. Ein Secret Room mit einer Reroll-Maschine. Ja, jetzt muss ich nur ein Item spawnen können. Okay, nice. Okay. Nee, 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 nee. Also den wollen wir wirklich nicht mitnehmen.
So, was haben wir denn hier? Nee, nee. Das nehmen wir mit. Okay, den Schlüssel wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Gut. Sieht ja ganz ordentlich aus. Der Boss sollte auch schnell sterben. Und ein Tears Up. Perfekt. So, direkt mal reingucken. Ach du Scheiße. Gut. Komm schon, Goldraum-Shop. Enttäuscht mich nicht. Gib mir ein paar schöne Sachen hier auf der Ebene. No! Schon Goldraum. Gib mir was Gutes. Oh. Das ist eigentlich gut. Ja, ist auf jeden Fall besser als das andere. Okay. Ist halt nur scheiße, dass ich so einen schlechten Lackwert habe. Ja, nehmen wir erstmal mit. Ist ja nicht verkehrt, bis wir vielleicht was Besseres finden. Oh shit. PhD. Das nehmen wir mit. Und das, weil es gerade reduziert ist. Oh, wir haben sogar noch eine Bibliothek da oben. Bibel und... okay. Kann ich mir aber nicht leisten. Ah, ich bin aber zufrieden. Ist eine gute Ausbeute, die wir hier haben. Vor allen Dingen PhD könnte noch sehr, sehr hilfreich werden. Nice. Wir gucken mal rein. Okay.
Ah, shit. Ich hätte die Pillen da mitnehmen sollen. Egal. So. Nee, alles uninteressant. Alles uninteressant bisher. Book of Shadows. Nehme ich aber nicht mit. Shit. Hätte ich mal Book of Shadows mitgenommen. Hätte ich mal das gute alte Book of Shadows mitgenommen. Sacrifice Room haben wir hier nicht. Schade eigentlich. Oh, fuck. Warum Cursed Eye? Jetzt kommt auch noch der Müllbeutel als Boss. Ja gut, wir werden es versuchen. Wir werden es, auch wenn wir jetzt Cursed Eye haben, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich meine, so über den Damage von Cursed Eye brauchen wir uns ja nicht beschweren. Das ist ja gut. Nur Cursed Eye ist halt scheiße. So. Vielleicht haben wir das Glück und kriegen einen Würfelraum, dass wir unsere Items rerollen können. Wer weiß. Okay. Probieren wir den Boss. Also stark ist das ja, was ich da habe. Das muss man ja einfach mal sagen, ne? Gegner kriegst du gut damit besiegt. So.
Ab geht's runter. Okay. Wir gehen erstmal hier rein. Auch nicht viel besser. Komm schon. Wow. Okay. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir können es noch schaffen. Aber erstmal will ich den Shop finden. Vielleicht hat der Shop irgendwas, was mir hilft. So. Wo lebt denn noch einer? Ach da. Ein Würfelraum. Schade. Okay. Hat sich ein bisschen gelohnt, der Raum. Aber jetzt mal ehrlich, wo ist der Shop? Da ist er. Das will ich. Das will ich. Das nehmen wir einfach mal mit. Und ich habe PhD. Joa. Gut. Sind auf jeden Fall stark. Mal schauen, wie es gegen den Boss aussieht. Natürlich.
Oh, ein Angel Deal. Womit habe ich das denn verdient? Ernsthaft. Ist ja lächerlich. Das ist ja so lächerlich. Oh, ganz viel Geld. Okay. Boah, ich sehe nicht, dass ich mit dem Run irgendwie Mother besiegt kriege. Nochmal ein Lucky Penny. Das ist alles irgendwie unzufriedenstellend. Trinket will ich halt auch nicht mitnehmen. Gut. Au. Dann wollen wir mal. Und jetzt bitte nicht wieder so dumm sterben. Hey. Lauf. Scheiße. Ich werde wieder sterben. Ich muss mir einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Rennen, rennen, rennen. Oh mein Gott. Okay. Da geht's zum Boss.
Easy. Ja, nehmen wir mit. Nee, ne? Okay. Ich habe jetzt schon gedacht, ich komme nicht durch die Tür, weil ich keine Münze mehr finde. Verdammt. So. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich hier noch ein paar schöne Sachen finde. Ansonsten wird es ein schwieriger, schwieriger Kampf werden. Ice Baby. Okay, ich glaube, das wird ein schwieriger Kampf. Beziehungsweise, ich will ehrlich sein, ich glaube, das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen werde. Was haben wir denn hier? Nur Müll. Was haben wir da? Jeden Fall kein Müll, was wir da unten haben. Die Frage ist, bringt es mir was, wenn ich jetzt da im Sacrifice Room... Also Münzen hätte ich ja ein paar. Weißt du was, wir probieren es einfach. Was soll schon schief gehen? Sind eh schon am Arsch. Wir sind eh schon am Arsch. Vielleicht kriegen wir noch irgendein gutes Angel Deal Item. Und wir kriegen gar nichts. Alles klar. Der Wafer bringt mir aber nichts. Ist ja schön, dass der Wafer da ist, aber... Das könnte gut sein. D
Die Penny-Tiers könnten halt wirklich gut sein. Warum? Okay. So, auf der Ebene können wir, glaube ich, noch einen Shop und sowas kriegen. Nee, nehmen wir nicht mit. Ich will bei meinem Wiggleworm bleiben. Da wurde ich getroffen. Wo sind denn die Gegner? Nice. Problem im Mom- oder im Mother-Kampf werde ich eh getroffen werden. Deshalb weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Okay. Wir haben aber noch einen Goldraum offen. Wir sind noch nicht fertig hier. Easy. So, wo ist mein Goldraum? Oh mein fucking Gott. Das war ein Fehler. Das war wirklich ein Fehler. Die fette Fliege da, das ist nicht gut. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Können ja nicht mehr machen. Oh, das wird so schrecklich werden.
So, was nehme ich mit? Ich nehme das Damage ab. Okay. Stressig der Run. Weg damit, weg hiermit. Ja komm. Ja, Metronom will ich aber nicht mitnehmen. Okay. No. Ich habe noch eine Chance auf einen Devil Deal. Aber egal, was im Devil Deal drin ist, ich glaube nicht, dass da irgendwas sein könnte, was mir... Oh, dankeschön. Mit meiner... hier, wie heißt's? Mit meiner Cursed Eye-Situation helfen könnte. Obwohl, wir haben Chaos. Ich habe Chaos mitgenommen. Stimmt. Mit Chaos könnte doch noch... Ja, wir schauen mal. Vielleicht wird ja doch noch alles gut. Oh, bitte, bitte lass meine Items rerollen. Ich bitte dich. Okay. Ich meine, der Damage, den wir auszahlen, der ist schon insane, also. Wo ist der Boss? Da ist der Boss. Natürlich. Fuck. Ich habe ihn besiegt gehabt, aber dann wurde ich noch getroffen. Ach komm schon. Nice. That's key. Was soll ich denn mit dem Scheiß?
Oh mein fucking Gott, ey. Bringt mir alles nichts. Das bringt mir einfach alles nichts. Das bringt mir auch nichts. Da will ich nicht dran. Das ist eigentlich so ein starker Run. Black Candle. Ich bräuchte einfach nur Black Candle. Dann wäre alles cool. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Black Candle irgendwo herbekomme, ist gleich null. Oh, fuck. Gib mir eine Münze. Komm, du kannst doch auch sicherlich irgendwelche Sachen auszahlen, oder? Gib mir Black Candle. Gib mir einfach die Black Candle. Ach komm schon. Wie viel Geld frisst du denn? Also ich meine, der kann Items auszahlen. Hier so Kompost oder Rotten Baby bestenfalls und sowas. Sowas kann er doch meine ich auszahlen. Komm, ich habe dir jetzt so viel Geld gegeben. Ich sollte eigentlich noch den anderen Secret Room suchen. Okay, der zahlt nichts aus. Er zahlt doch was aus. Ja, natürlich könnte ich jetzt versuchen, den anderen da oben auch noch auszahlen zu lassen, aber so viele Münzen, wie der eine schon gefressen hat, glaube ich nicht, dass ich den anderen ausgezahlt bekomme.
Wir gehen einfach zum Boss. Wir gehen zum Boss und probieren unser Bestes. Was soll man machen? Okay. Das ist doch schon mal gut. Von mir aus macht den Angriff die ganze Zeit. Oh mein Gott. Yes. Sie ist tot. Ja, das mit so einem beschissenen Run eigentlich. Aber was heißt beschissen? Stark war der Run. Cursed Penny. Ja, nice. Haben wir es ja doch geschafft, Mother zu besiegen. Jetzt müssen wir nur den Greedier Mode und irgendwann nochmal zu Satan und dann ist der Keeper fertig. Nun gut, Leute. Das war anstrengend, aber wir haben Mother besiegt. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Seid beim nächsten Part auch sehr gerne wieder mit dabei. Habt einen wunderschönen Tag und ich sag bye bye.